Die Tage um den 12. November 1918 waren für die österreichische Geschichte durchaus dramatische Tage. Auf der einen Seite waren die institutionellen Politiker, die bereits vor dem Weltkrieg ja politisch tätig waren, und der Kaiser natürlich, und auf der anderen Seite war ein unglaublicher Druck von der Straße her, diesem ehemaligen Regime oder der Monarchie überhaupt ein Ende zu setzen. Und es war einfach so, dass die Sozialdemokratische Partei ganz eindeutig in diesen Tagen, in diesen Novembertagen, auf die Republik gesetzt hat und die Auflösung der Monarchie, während in der christlich-sozialen Partei eigentlich die Mehrheit der Stimmen für eine Beibehaltung der Monarchie war, weil man sich eine andere Form kaum vorstellen konnte, weil man nach wie vor loyal zum Kaiser stehen wollte. Und es waren eigentlich dann in der christlich-sozialen Partei die bäuerliche Gruppierung, die sich um Jodruck Fink gruppiert hatte, die mit den Sozialdemokraten dann schließlich doch zu der Meinung gekommen ist, dass es besser wäre für Österreich, unter den gegebenen Bedingungen die Republik einzuführen und die Monarchie abzuschaffen. Es war dann eben auch der Jodruck Fink, der zusammen mit Karl Renner, dem Kaiser, die Abdankungsurkunde abgefordert hat, was nicht einfach war. Und der Kaiser hat sich ja lange dagegen gewehrt, von den Regierungsgeschäften zurückzutreten. Und er hat ja auch die Abdankungsurkunde nur im Bleistift unterschrieben, um zu zeigen, dass das für ihn nur eine vorläufige Angelegenheit sein kann. Es ist dann eben an diesem 12. Mai von der Nationalversammlung, von der provisorischen Nationalversammlung, die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen worden. Es ist die erste Regierung bestellt worden unter Karl Renner und dem Vizekanzler Jodruck Fink. Und wir sehen also, dass der Jodruck Fink in diesen ersten Tagen eine ganz entscheidende Rolle beim Werden dieses neuen Österreich gespielt hat. Wie unsicher die ganze politische Situation natürlich immer noch war, zeigt sich auch daran, dass der Kaiser seine endgültige Abdankung, der Rücktritt von den Regierungsgeschäften, nicht ohne weiteres akzeptieren wollte und von seiner Seite her der Ansicht war, dass er nur unter Druck gehandelt habe. Dass die Kaiserfamilie ist am 24. November 1918 in die Schweiz ausgereist und in Feldkirch hat er Zug angehalten und hat er also ganz feierlich das sogenannte Feldkircher Manifest veröffentlicht, in dem er alle Schriftstücke, die er unterzeichnet hatte, zu seiner Abdankung widerrufen hat. Er hat also festgestellt bei seiner Ausreise aus Österreich, dass er sich nach wie vor als der legitime Herrscher Österreichs fühlt und dass er auch dort festgestellt hat, dass einen von gut eingesetzten Kaiser nicht das Volk abwählen oder abberufen könne. Und er hat sich nach wie vor auf diese göttliche Sendung der Habsburger berufen. Zur selben Zeit, als der Kaiser dieses Manifest tatsächlich der Öffentlichkeit übergeben hat, zur selben Zeit haben ungefähr 200 Meter weiter entfernt Feldkircher Eisenbahner einen Galgen erstellt und dort eine Strohpuppe, die den Kaiser symbolisieren sollte, verbrannt. Also das waren die Gegensätze. Auf der einen Seite der Kaiser, der immer noch nicht wirklich abdanken wollte, auf der anderen Seite die sozialdemokratischen Eisenbahner, die endgültig die Habsburger loshaben wollte und diese symbolische Verbrennung einer Puppe veranstaltet haben.